Wahnsinn. Du lieber Himmel. Was tun jetzt hier da? Ja, die bringen wir schon noch nach. Das wäre auch wieder los. Gut. Hammer. Sind Bremsen auch kaputt gewesen, oder? Beleg. Die Bremsbeläge waren die auch nicht. Weil ich das Rad wegmachen muss wegen dem elektrischen. Also mein Beleg selber sind die noch gut, oder muss man da was tun? Ja, ich habe vorher noch ein bisschen was geschliffen, ob es kommt. Da. Ja. Da sitzt. Hammer. Ei. Aber ob die noch bremsen, das weiß ich noch nicht. Das merke ich ja dann mit dem Bomben. Ja. Wir haben 80 Kierkett und zwei alte Leute. Und da warst du als Sender da, oder als Gehilfe? Ja, Auftritte, ja. Ein ganzes Lied hinter. Na. Hinter Rapper geschwemmt. Ja, kenne ich gut. Fahre mit den Enkel allen auf. Nach der Säge. Ja, ganzes Lied Säge, genau. Hat der gar nicht. Eins, zwei. Na, der Wandlingsschalter, oder? Mhm. Den muss ich da rüber tun. Ich sag immer, also man als Grundnahrung so, oh, jetzt werden wir gefilmt. Jetzt. So, jetzt geht's ein Stück.
Ja, du lieber Herr. Da kommt der Brie raus. Du lieber Himmel. Wo die Haube fest ist. Das Elektrische weg, was vorgeht. Und was am Zylinder oben drauf geht. Die ganzen Leitungen. Ja, da lasse ich den Wasser. Schöne Beschäftigung. Herrlich. Das Wasser ablassen. Der Frostschutz. Das ist einfach. Nein, nein, das muss schon gehen. Da. Die Stiefel. Das ist eine Rücklaufleitung im Tank. Okay. Und das geht zur Rispe, zur Düse. Okay. Und das ist der Rücklauf da unten. Und das geht im Tank wieder. Hip, das sind nur zwei. Müsste ein Bleileiter sein. Oder es ist ein Ventil. Er kommt. Da geht nichts mehr los. Oh. Der Kolber hat geschlägelt. Der da. Aber jetzt müssen wir erst die Büchsen noch anschauen. Ja, jetzt haben wir mal die Kopfdichten runter. Da braucht man sowieso eine neue. Und der da, siehst du, wie das gequetscht ist? Der Ruß, der ist gequetscht. Jeden Tag. X-mal. Und waschen. Ja, so sieht's aus. Ich hole mir ziemlich viel Wasser drin. Und so mal ein wenig dicker Suppe. Jetzt, mit Sorg,
Ich bin nicht so schwer. Ich mag so gerne eine Suppe. Da kann ich aufs Fleisch verzichten. Ja, hat er gesagt, kommt er mit dem Rasenmäher rum? Da hat er den Elkiebel gehabt. Was hat er noch getragen? Das weiß ich nicht. Drei Sachen hat er getragen. Ja, das ist ja wurscht. Drei Sachen hat er getragen. Dann kommt er rum, dann sagt er, du, wo ist denn die Elabrassschraube? Er will Elwechsel machen und ich finde nicht, wo man das alte rauslässt. Hat gleich eine Elwanne mitgebracht, weißt du? Was sagt er nicht, dort? Na, ja, ich sag ja, wenn unter kein Stöpsel ist, dann wirft man halt um, habe ich gesagt, dort, wo man es reinschiebt. Weil das muss man ab, es gibt Motoren, wo man es absaugen muss. Aber das ist ja schon. Yes. Ja. So, ja, ich finde keinen Schrauber. Ich habe gesagt, den musst du halt noch suchen. Der hat bloß Auskunft gewählt und sonst gar nichts. Ja. Ja, zum, und das soll noch nichts kosten. Jawohl. Dann packen wir es mit. Da fehlt ein Stück vom Kolbering. Ja, grüß dich. Jetzt mit dem Ferguson. Gell? Ich habe jetzt den Zylinderkopf runtergemacht. Also das ist wirklich notwendig, neue Ventile. Die sehen ja barbarisch aus. Verrußt und schwarz. Weißt du, das soll ja blank sein, der Sitz. Total rosig, denn ja, verheerend. Du, ja, kommst halt mal wieder vorbei. Neu pressieren darf sitzen, weißt du. Da kommt mir etwas dazwischen. Gell? Na, so lange kann ich den da nicht brauchen. Gell? Alles klar, Mörchen, gell? Vierte. Ich habe gar nicht mehr gedacht, dass ich die noch in der Kirche habe, die Kleine da. Die hätte ich auch noch mal gebraucht. Ja. Hat er angerufen, ob ich komme dort, es läuft reicher noch mal an. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich komme nachher noch mal in einer Stunde. Also bin ich umgefahren, habe das Zeug angeschaut, an dem Eichermotor. Aha, ah, das ist es. Ja, habe das gemacht. Das waren 10 Minuten. Und dann ist der Eicher wieder gelaufen. Ja. Der Motor ist die Schaltraste ist noch mal gegangen. Gell, und die habe ich noch beweglich gemacht und ein paar Mal rumgedreht und den Knopf gedrückt. Und dann ist er mir gelaufen. Und dann seitdem bin ich bei dem der Professor Eicher. Der Eicher-Professor. Der Professor Eicher.
Also, jetzt lassen wir eine Probe laufen. Was ich mache. Aha, das ist gut. Rede Musik. Alles okay. So. Kannst du wieder deine Kilometer runterfahren? Gerade schmeckt es. Auch mit 86 noch. Und die anderen sagen, hier ist Rauch auf, schon stirbt. Ja, mei, da kann ich auch nichts machen. Solange es Arbeit und Spaß macht, kann ich auch rauchen. Ja? Und ich merke keine Krankheit. Ja, so ist es halt im Leben. Weil das geht halt noch auf Spachtel frisch. Na, bin ich so weit. Das ist spät, das auch. Das auch. Das blinkt schon mal. Druck einwählen auf und geht hin. Du weißt doch gar nichts. Ja, Gott sei Dank. Das Hobby. Was soll ich ehrlich sagen? Der Allgäuer da, da hat er halt geschimpft und ich wollte halt soll der alte Körner und ich gesagt, ja mein, wer? Du. Und ich gesagt, ja mein Körner wäre da und der Arbeiter auch. Weil man muss das halt so mal sehen. Ja mein. Und der Arbeiter. Die Umsitzerei. Das kann man machen. Das. Und im Auto, wenn man nicht spazieren fahren, das will ich sowieso nicht. Das, wenn er jetzt da hinliegt, wer schlaft da wegen? Er hat einen Budo. Wer ist das gewusst? Wer ist das, der da raufkommt? Er sagt, ja, du, ich kenne doch nicht alle Leute. Du musst dich ja beim Fenster rausgucken. Furchtbar. Ich kenne die Budo, wo ich mehr. Ich kann dir ein Fenster rein tun. Das ist alles. Die Aufsteigerei da nicht. Das ist eine Katastrophe.
wenn du 40 durchbringst. Katastrophe. Weißt du, jetzt hat der Stand unter. Katastrophe. So, da kommt der nächste rein. Den muss ich den Krümmer noch nachschrauben. Ja. Getriebe tut, das macht der Musik. Leg mir am Arsch. Da bin ich gespannt, was er da gemacht hat. Die Lacke da drin umeinander, da kehren die Leute so hin. Da hinten ist die Stärke drin. Und da gibt die jetzt leicht nach und geht mit die Stange, die Schaltstange. Aber da stimmt schon die Richtung mit. Da, wenn ich sie schiebe, dann kommt die Feder hoch. Und da ist eine Kugel drin, gell? Dass die noch rastet. Jetzt könnte ich es einmal so probieren. Aber das passt jetzt ja mit der. Der Schalthebel passt ja da gar nicht rein. Und die Bäume sind weiß, wenn das schön Wetter ist. Die Blüten, wunderbar. Ja. Der da drüben mit den roten, der Baum, herrlich da drüben. Thank you.
Schau mal einmal. Oh, das ist nichts gewesen. Ah. Oh, der Finger ist noch ganz. Das machen wir Mittag. Du kannst Eisberg nicht lesen, gell? Warum? Ja, weil ich habe. Du willst ja auch. Ich habe ja was anderes. Und du kriegst auch noch was anderes. Außer wie ist ja, noch. Ja, geht mir reicht die Suppe. Nein, nein, ich habe noch halbspaar so Ding drin. Eine Brotzeit, den zum Bar wie Pizza. Ist ja. Jetzt diese Mal. Nein, ich auch Suppe und du teilst dann. Wenn du uns darfst mit so viel essen, so schreibt es dick. Na, ist er vor 2 Jahren, hat er den Sack gebraucht. Ja, der hat den, die haben den riesen Karte. Vorne an der Straße runter, dann hinter dem und rauf nacheinander und die zum Meer. Ist ein Husqvarner Rasenmäher. Jetzt ist der Rasenmäher, der Sack, Fangsack, ist gebrochen. Die Halterungen. Und dann sage ich, ja, die müssen früher ausladen. Das Zeug raus tun, was meinst du, was das für ein Gewicht ist. Und wenn das Gras noch feucht ist, dann hat das noch mehr Gewicht. Das ist ein Klump. Ja, das ist doch ein Klump, hat er gesagt. So was kann man doch nicht machen. HP 18 und der heißt es HP 22, der neuere. Ja, und noch einmal die Ersatzteile kriegen. Hm? Und dann denkst du ja nichts, dann hast du ein Gewäsche. Ja, gut, dann habe ich alles geschliffen und zum Sandstrahlen. Gell, alles sandgestrahlt. Weißt du, solche Sachen wie das da bringst du nicht mehr raus. Ja, da wärst du mit Spachteln nicht mehr fertig. Mit dem eingefressenen Blech, gell, mit dem Rost. Ja, das ist halt, das bringst du einfach nur mal an. Ja. Der Mann ist ja begeistert, der ist schier verrückt worden. Ja. Dass man den überhaupt so nachgebracht hat. Den hat noch einer unbedingt gekauft. Mit Gewalt. Das ist G25, ja. Der Mähantrieb wackelt und ist ein Gussteil.
Und das ist innen vernietet. Jetzt muss ich die Kurbel runter machen. Jetzt muss ich, dass ich die runterbringe. Der Mähantrieb, das Getriebe rauslassen, den Mähantrieb unter das Gehäuse wegschrauben. Und dann kann ich es jetzt erst machen. Das ist die Arbeit. Schau her. 42. Ja. Und 3 sind 45. Ja. Okay. Und 5 sind 50. Jawohl. Jetzt haben wir das übel mehr behoben. Ja. Oh. So ist es ja. Und dann haben wir noch. Ja, das muss ich den Zylinderkopf zusammen machen. Die Halterungen sind das auch noch zwei Hälften da. Ja. Da habe ich mir so mal im Helfen. Ja. Mit zwei Schraubenzieher haben wir runtergedruckt. Ja. Und dann hat er die Hälfte reingelassen. Ja, die bringst du natürlich jetzt drucken, weißt du? Weil da sind zwei Federn drin. Ja, das ist noch ein Meter. Dann habe ich da die Zange. Okay. Siehst du mir unter den? Mhm. Nun probieren wir einmal eine Büchse zum Neimachen. Weil die Maße, die kann man jetzt ruhig verwechseln, das macht nichts. Weil die Maße genau differiert nichts. Okay. Oh. Gut. Ab zu den Nudeln, also brauchst du hier einen Löffel. Ich habe doch so eine Nudel gekocht. Auf Kreta fahren sie in Urlaub. Hat er gesagt. Die waren nicht schlecht. Ja. Das letzte Mal, wo er da war, sagt er, du, ich bring dir mal ein Geld. Dann habe ich gesagt, das brauchst du nicht bringen. Das kannst du erst bringen, wenn er fertig ist. Vorher nicht. Zuerst muss er laufen. Ich probiere nochmal.
Und dann haben der scheppert gerade so, als ob der Anlasser wieder ist. Mhm. Soll ich den Alten mal mitbringen? Oder so? Ja. Ja, ich hab den Alten. Ja. Also weil dem fällt da nichts. Bring es den einmal. Ja. Und dann schaue ich den nach, weil ich kann ja prüfen. Ja. Gell? Und dann sehen wir, ich mein, was da los ist. Ich mein, weil das Rassler hat jetzt nicht gefallen. Der macht den Krach, das ist Wahnsinn. Ja, eben. Weil der greift den Zauber. Ja. Ja gut. Er hilft mir noch. Hast ja Gott sei Dank, dass du einen Chef hast. Weil der Leute geht ja nicht sehen. Nein. Du weißt, ein Lehrbuch braucht einen Meister. Ja. Wenn der Meister kommt, dann muss der Lehrbuch arbeiten. Und unter den Leiblacken. Oder wie meinst du? Ja, der hat keine Zeit jetzt zum Schweizer. Und was musst du jetzt sauber machen? Ja, sauber machen, da ist die Dichtung noch oben. Ach so. Das heißt, ich muss da noch ein paar so Trümmel neu machen. Und da drehe ich das Rascher von der Elwanne. Ja.